Ein Dauerthema am Arbeitsmarkt bleibt allerdings der Fachkräftemangel. Da gibt es aber inzwischen Unternehmensinitiativen, die da Abhilfe schaffen sollen. Sehr vielversprechend läuft zum Beispiel die Aktion Startklar am Frankfurter Flughafen, die wegen ihres Erfolgs jetzt unbefristet weitergeht. Inken Klinge stellt uns das Projekt vor. Damit hier in Frankfurt alles rollt und reibungslos starten kann, beschäftigt der Flughafenbetreiber Fraport rund 20.000 Mitarbeiter. Doch es wird immer schwieriger, guten Nachwuchs zu bekommen. Deshalb hat man sich am Flughafen etwas einfallen lassen. Eine eigene Berufsvorbereitung soll junge Menschen fit machen für die Ausbildung. Matheunterricht gehört auch dazu. Alle, die hier sitzen, haben keinen Ausbildungsplatz bekommen. Nun haben sie die Chance, sich zu beweisen, wie zum Beispiel der 19-jährige Leon Wiese und der 17-jährige Muhsin Amjahid. Bei mir war es so, ich hatte nicht mehr so viel Lust auf die Schule gehabt und dann sind die Fehlzeiten mehr geworden, dadurch sind die Noten auch schlechter geworden. Dann habe ich mich hier beworben und jetzt will ich alles besser machen. Vor allem ist Schule und Beruf nicht das Gleiche. In der Schule ist es halt ein bisschen lockerer als im Berufsleben. Guten Morgen. Theorie und Praxis werden vermittelt, 8 Monate lang. Heute steht auch ein Austausch mit den angehenden Luftverkehrskaufleuten auf dem Programm. Der Flughafenbetreiber bietet dieses Projekt gemeinsam unter anderem mit dem Frankfurter Arbeitsamt an, weil Fachkräfte rar sind. Das zeigt sich darin, dass genau die jungen Leute, die für die handwerklichen Berufe geeignet sind, Hauptschüler, Realschüler, die Ausbildungsreife nicht mehr alle mitbringen und die jungen Menschen, die eben ein Abitur, also einen Abiturabschluss haben, gehen oftmals studieren. Deshalb die besondere Schulung. Und das Konzept ist erfolgreich. Marcel Rettich zum Beispiel hat das Startklar-Programm schon durchlaufen und macht jetzt am Flughafen eine Ausbildung zum Mechatroniker. Ich würde sagen, es hat mir geholfen, dass ich in den Beruf finde, den ich jetzt gerne ausübe. Und sonst wäre ich daheim hocken geblieben und meine Mutter hätte mich weiter angemosert, ich soll weiter Ausbildung suchen. Leon Wiese und Muhsin Amjahid hoffen, dass sie auch bleiben können. Die heutige Rallye zum Kennenlernen des Terminals ist Teil des Herantastens ans Berufsleben. Man lernt das Arbeitsleben näher kennen. Also man wird langsam hineingeführt, nicht direkt reingestoßen. Ich bin von diesen langen, kilometerlangen Gepäckanlagen sehr begeistert. Ich würde da gerne die Automatisierungstechnik auch erlernen. Dass die Wünsche der beiden sich erfüllen, ist sehr wahrscheinlich. Denn wer beim 8-monatigen Startklar-Projekt gut ist, dem ist ein Ausbildungsplatz beim Frankfurter Flughafenbetreiber sicher. Mehr geredet als